Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mountain Blade 2 Bannerlord. Und ja, die letzte Folge wurde Festung Traktarore angegriffen. Wir werden jetzt hier einfach mal... Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt hier einfach mal machen, weil ich werde sowieso nicht schaffen, die jetzt zu verteidigen. Deswegen müssen wir wahrscheinlich jetzt sowieso mal eben kurz eine Armee erstellen und dann einfach mal gucken, dass wir hier... Ja, ein bisschen erobern gehen. Wir könnten sowieso hier so eine schön große Armee machen. Nicht genug Einfluss. Ah gut, das ist ziemlich teuer. Ich sehe schon. Ja, jetzt habe ich nicht mal mehr genug Einfluss, um das hier zu verteidigen. Das heißt, selbst wenn ich will, geht's nicht. Können wir nur zusehen, wie uns Festung Traktarore abgenommen wird. Wobei, wir könnten jetzt vielleicht mit Hakats Armee das vielleicht schaffen, aber nee, das wird gleich weg sein. Ja, da kommen sie nicht rechtzeitig, leider. Oh doch, komm rechtzeitig. So, mal sehen, ob wir es schaffen. Oh, wir können die sogar befehligen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir wieder so einen schönen Dick-Move hier. So einen richtig schönen Dick-Move. Und zwar hier oben. Move! Move! Bowman! Forward! Forward! Da haben wir ein bisschen einen Vorteil. Weil da hinten wäre eigentlich noch cooler. Da hinten. Da komme ich jetzt aber nicht so schnell hin. Ist aber jetzt nicht die ganze Armee hier. Oh ja, das sieht gut aus. Ich bleib schön hier oben, damit ich das so ein bisschen überwachen kann. Okay, ja, ich brauch's jetzt nicht überwachen. Ich sehe, ob es funktioniert. Aber die erste Schlacht ist schon mal gut gelaufen. Aber wir dürfen hier nicht zu viel, nicht zu aggressiv werden. Nicht zu aggressiv werden. Nicht hinterherrennen. Das ist so ein bisschen doof mit den Befehlen. Ich muss die hier schön herlocken. Damit die ihre Pferde ja auch nicht verlieren. Wir haben den schon einen starken Schlag verpasst. Oben links könnt ihr das sehen. Die haben jetzt schon einige Einheiten verloren. Wenn die jetzt nochmal so einen Angriff starten und dermaßen ablosen wie gerade, dann haben wir auf jeden Fall gewonnen. Wenn ich jetzt einfach wahllos reinlaufe und sterbe und nicht mehr befehligen kann, dann könnten wir das hier nämlich auch noch verlieren. Und genau das möchte ich gern verhindern. Da vorne kommt anscheinend schon der nächste Angriff, also die nächste Welle nennen wir es mal einfach. Arrows! Hold arrows!
Ich lasse die gleich schießen, wenn sie nah genug dran sind. Okay, ich würde sagen... Das sind die Fernkämpfer bei denen nämlich. Ne, hier, die ganzen Fernkämpfer sind hier. Es geht mir gerade so ein bisschen auf den Sack hier. Okay, warte mal, das ist mir zu wild hier. Es geht mir hier gerade so ein bisschen zu wild. Das geht mir hier gerade ein bisschen zu wild, aber ich denke, das geht schon irgendwie. Versuche gerade die Übersicht ein bisschen zu behalten, das ist gar nicht mehr so einfach. Die Kavallerie macht ihren Job auch ganz gut. Zumindest so wie ich das sehe, okay, stürmt einfach rein, ganz ehrlich. Boah, ich kann mich hier gerade überhaupt nicht festlegen. Also greifen sie jetzt an oder greifen sie nicht an? Ich glaube, ich werde mich einmal neu formieren. Die können chargen. Ich werde jetzt immer neu formieren hier. Weil ich nicht möchte. Okay, jetzt rein. Das war dämlich, das war dämlich, das war dämlich. Der vorne hin. Na doch, jetzt fliehen sie. Okay, oder? Weil man die Übersicht zu behalten ist saumäßig schwierig gerade, echt. Also... Versuche die gerade wieder ein bisschen zu formieren. Aber wir haben gewonnen. Ja, sehr schön, sehr schön. Wir haben eigentlich, ich glaube, relativ wenig Verluste gehabt. Ich durfte halt nicht sterben, sonst wäre das hier ziemlich in die Hose gegangen. Aber, ey, wir haben Traktor nicht verloren. Wir haben es nicht verloren, Mann. Du bist jetzt mein Gefangener. Du auch. Und du auch. Oh, das ist schön. Werden gleich ja alles schön. Na, Guerilla kriege ich auch. Warum nicht? 130 Gefangene, Alter. Leckt mich am Arsch. Und dann auch noch ein paar nette Teile. Vielleicht können wir was aufwerten. Garnison verwalten.
Beziehungsweise Improve Garrison, nee, ins Verlies und Gefangene verwalten und bang. Sehr schön. Drei Gefangene mal eben. Und ja, also ich muss wirklich sagen, der Kampf war krass. Ich bin sehr froh, dass die gekommen sind und mir geholfen haben, sonst wäre das jetzt weg. Sonst wäre meine schöne Burg jetzt weg. Und ja, läuft auf jeden Fall an sich ganz gut für uns. Aber wenn wir jetzt mal eben kurz auf die Karte gucken, dann sehen wir auch, dass wir hier ja noch einiges zu tun haben. Wenn die jetzt noch ein bisschen angegriffen werden würden von anderen, dann hätten wir hier auf jeden Fall bessere Chancen, denke ich mal. Ich weiß halt nicht, wie viel... Oh, 1700, ey. Wow. Wowie. Wie viel wir da noch... machen können gerade. Also Zeonika würde ich eigentlich gerne angreifen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch, dass ich meine Punkte verwende, um eine Armee zu gründen, um das anzugreifen. Ja, 230, damit wir... Ja doch, das machen wir. Wir werden jetzt Zeonika angreifen. Also wir werden einen großen Angriff jetzt starten. Und da freue ich mich schon drauf. Weil ganz ehrlich, wir haben jetzt so oft auf die Fresse bekommen. Wir haben jetzt so oft Angriffe gehabt. Und ich will mich jetzt einfach wehren. So, und wenn das heißt, dass ich meine Einflusspunkte verwenden muss. Festung Taktorisch, greifen die schon wieder an, ja. Ist mir jetzt egal, dafür verliert ihn eine Stadt. Ja gut, hier haben sie nur Pferde. Es war sehr teuer, das Getreide, aber ich möchte nicht überfallen. Die haben nichts mit meinem Krieg zu tun. Ja, wir werden jetzt da angegriffen. Oder schaffen wir hier nicht. Aber wir können Festung Onika theoretisch holen. Ja, das sind... Ne, sind zu viele. Aber die Festung hier könnten wir angreifen. Auch wenn sie die wahrscheinlich sehr schnell wieder zurückholen. Aber es ist mir gerade egal. Wir werden denen jetzt hier Druck machen. Es ist mir völlig egal. Ich schlage jetzt endlich mal zurück. Ne? Die können da hinten angreifen. Das werden unsere Leute wahrscheinlich dann wieder zurückholen. Aber wir müssen hier mal zum Angriff übergehen. Und auch mal ein bisschen bei denen Druck machen. Wir haben ihnen zwar die eine Stadt weggenommen, aber meiner Meinung nach reicht das nicht. Wir müssen hier noch viel mehr Druck machen. Viel, viel mehr Druck. Ich will, dass die leiden. So. Da geht alles, gut. So, hier werde ich ein bisschen, ich sag mal, konservativer rangehen. Das heißt, ein bisschen ruhiger. Und ich werde da vorne wahrscheinlich erstmal von der Mauer ein bisschen die Scharfschützen runterholen. Beziehungsweise die Scharfschützen, die Bogenschützen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Scharfschützen komme. Aber...
Hey, boah. Also teilweise sind die echt widerlich zu treffen. War gut. Habe ich auch mal eine abbekommen. Allerdings tut mir das weitaus weniger weh als den. Nicht, weil ich eine Einstellung habe, sondern weil der Pfeil einfach saumäßig schwach von denen gerade war. Warum auch immer. Aber die haben schon ganz gut hier was verloren. Aber die haben auch ganz schön Nachschub hier an Fernkämpfern, wie es aussieht. So, also ich habe meinen Beitrag auf jeden Fall geleistet hier und einige runtergeholt. Runterholen, nee, aber das klappt auf jeden Fall ganz gut hier. Ich würde sagen, dann können wir den Sturmbefehl geben. Ist der KI wieder ein bisschen überfordert, wie es aussieht? Oh ja. Sehr überfordert. Genau, also auf der linken Seite haben wir drei Leitern. Wir haben auf der... Da haben wir drei Leitern. Ja? Und sie gehen zu den zwei Leitern, wo man... Also zu den zwei Leitern, wo man leicht gekillt werden kann. Meine lieben Damen und Herren, willkommen bei... Jetzt habe ich die aber hier raufgeschickt. So. Ja doch, jetzt gehen sie rauf. Also muss sie da anscheinend befehligen. Weil die ansonsten so ein bisschen... Naja. Bisschen Pinky und der Brain sind hier. Nur, dass die alle Pinkies sind. Ja, jetzt leckt es hier wieder ganz, ganz famos. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo ein paar Pfeile finde. Ja doch, hier sind Pfeile. Die Lags tun mir leid, das liegt nicht an meinem Rechner, das liegt an der Performance des Spiels. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe einen 12-Kerner. Ne, ich will damit nicht flexen oder so. Ich möchte euch einfach nur erklären, warum das hier so ist, wie es ist. Ne? Das liegt einfach an der Performance. Da kann ich echt nichts tun. Da kann man noch so einen guten Rechner haben. Hier kommt es dann ab und zu diesen scheiß Situationen. Gut, die kommen jetzt langsam hoch. Ich gehe mal hier in die Mitte rein. Weil hier anscheinend auch keiner irgendwie sich so denkt, okay, da kommen wir mal rein. Das mache ich jetzt mal. Weil das hält ja keiner für nötig, weil das ist ja auch schwierig, ne? Ihr seht ja, ich alleine komme hier fast durch. Ich komme hier fast durch und, ja, die anderen, die machen das einfach nicht. Naja, vielleicht jetzt, ja. Ich meine, wenigstens funktioniert das Schadenssystem. Jetzt greife trotzdem nur noch ich an, auch wenn ich die hier gerade hingeschickt habe. Doch, jetzt greifen sie anscheinend an. Sehr schön.
Da muss auch ein bisschen was getan werden. Trotzdem Early Access, damit hier keiner einen falschen Eindruck kriegt, ja, und sich denkt, wie doof ist das denn hier gemacht? Das Spiel ist verdammt gut für ein Early Access. Das möchte ich nochmal in ganzer Deutlichkeit sagen. Das Spiel ist verdammt gut für einen Early Access-Titel. Nicht, dass ihr irgendwie denkt, ey, wie verbuggt ist das denn? Das hier ist wirklich nur ein kleiner Teil vom Spiel. Große Teile des Spiels funktionieren wunderbar. Eigentlich 90%, 99% würde ich sagen. Nur die Burgschlachten, die leider auch ein großer Teil des Spiels sind, funktionieren nicht so gut. Also 99%, wenn es um allgemeine Futures geht. Also Future-Belagerungen funktionieren nicht so gut. Sind funktionell, sage ich mal, aber funktionieren, ne, nicht bugfrei. Aber ja, der Rest ist super. Der Rest funktioniert sehr, sehr gut. Und so, Delle, jetzt haben wir hier die Burg erobert. Dann würde ich sagen, gehen wir hier auch gleich mal rein. Festung Onika. Würde ich sagen, können wir auch mal einfach hier angreifen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, aber naja. Wir können es ja mal probieren. Beziehungsweise wir können das in der nächsten Folge probieren, denn jetzt haben wir schon wieder 22 Minuten und die Folge ist leider vorbei, meine Lieben. Aber ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nicht vergessen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder auf meinem Kanal. Gibt es auch andere LPs, Content und so weiter, könnt ihr gerne mal reingucken, auch ein bisschen was für, ja, Bannerlord. Und ja, bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch was und tschüss.